F wie Freileitungsmonitoring. Freileitungsmonitoring ermöglicht es, das bestehende Stromnetz in Abhängigkeit von der Wetterlage bestmöglich auszulasten. Das Prinzip besteht darin, die Freileitungen an kalten, windigen Tagen stärker zu belasten, indem man die Kühlwirkung des Wetters in die Berechnung mit einbezieht. Denn die Strombelastbarkeit einer Freileitung hängt von ihrer Temperatur ab. Je heißer es wird, desto weniger Strom kann übertragen werden. In der konventionellen Berechnung plant der Übertragungsnetzbetreiber mit einer grundsätzlichen Umgebungstemperatur von sommerlichen 35 Grad Celsius. Wenn das Leiterseil mehr als 80 Grad Celsius erreicht, muss der Übertragungsnetzbetreiber die Stromlast reduzieren. Der Grund: Das Leiterseil aus Stahl und Aluminium dehnt sich bei diesen Temperaturen aus und unterschreitet den erlaubten Bodenabstand. Allerdings kommt in Deutschland die einkalkulierte Hochsommerwetterlage nur an wenigen Tagen im Jahr vor. Mit dem Freileitungsmonitoring, das die Temperatur in Echtzeit an den Leiterseilen misst, können die Übertragungsnetzbetreiber nun auf die tatsächlichen Witterungsverhältnisse reagieren und die Übertragungsleistung flexibel anpassen. Hieraus ergibt sich das Potenzial des Freileitungsmonitorings. Die Übertragungsleistung des Netzes kann um bis zu 30% erhöht werden. Das Freileitungsmonitoring ist Teil des sogenannten NOVA-Prinzips. Bevor neue Leitungen gebaut werden, müssen die bestehenden zunächst optimiert bzw. verstärkt werden. Die Berichte finden Sie auf www.netzausbau.de/monitoring.